Herzlich willkommen bei drei Fragen an Tatjana Scheffler. Heute sprechen wir mit Tatjana Scheffler. Sie ist Juniorprofessorin für digitale forensische Linguistik am Germanistischen Institut der Universität Bochum. Ihre Forschungsinteressen liegen bei digitaler forensischer und theoretischer Linguistik. Außerdem bei Computerlinguistik und intelligenten User Interface. Im Seminar Reading Machines an der Technischen Universität Dresden haben wir drei Fragen an Sie formuliert. Ausschlaggebend dafür war insbesondere eine Arbeit aus dem Jahr 2018, die sich mit automatisierten Erkennungsverfahren von Hate Speech auseinandersetzt. Wie das Ganze funktioniert, was dabei zu beachten ist und was uns das Ganze nutzen kann, möchte ich heute gerne mit Frau Scheffler besprechen. Guten Tag, Frau Scheffler. Ja, guten Tag, hallo. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Wie muss man vorgehen, um sprachliche Merkmale, wie eben zum Beispiel die von Hate Speech, zu klassifizieren? Das heißt, wie stellt man diese Merkmale heraus und wie macht man sie für automatisierte Erkennungsverfahren überhaupt erst nutzbar? Okay, das ist eine sehr gute Frage. In der Computerlinguistik arbeiten wir da mit Trainingsdaten. Das heißt, wir bauen uns größere Korpora, die dann eingeteilt sind in zum Beispiel zwei Klassen. Also eine Menge von Hate Speech Daten und eine Menge nicht Hate Speech zum Beispiel. Und wir extrahieren dann automatisch Merkmale dieser Daten, linguistische Merkmale. Und die einfachsten, die man sich natürlich vorstellen kann, sind einfach die Wörter, die darin vorkommen. Bei Hate Speech ist es auch so, dass man damit relativ weit kommt, ja, also man vielleicht die schlimmsten Schimpfwörter mit automatisch erkennen kann durch diese Wörter, aber Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das nicht alles ist, ja, also man kann eben Wörter auch außerhalb ihres normalen Kontextes verwenden oder man kann einfach durch die Satzstruktur zum Beispiel auch etwas beleidigend werden lassen. Ja, also wenn man so daran denkt, weiß nicht, wenn ich sage, du Hund oder du Lauch. Ja, meine Tochter, die hat einmal in der Schule, haben sie irgendwie geübt, sich gegenseitig mit Gemüsebegriffen zu beleidigen. Und das kommt eben einfach durch diesen Einsatz, ja, durch diese Satzstruktur, irgendwie durch diese Anrede, wird das dann trotzdem beleidigend, auch wenn das vielleicht ganz normale Wörter sind, ne? Also dadurch kommt man nicht so weit. Das heißt, wir verwenden Methoden, die dort diese Strukturen auch analysieren und zählen können. Also im einfachsten Fall eben die Wörter zählen oder auch sowas wie ein Part-of-Speech-Tagger, also dass wir die Wortarten versuchen zu erkennen oder die grammatischen Strukturen und diese Vorkommen dann zählen. Aber es gibt auch involviertere Verfahren, die Repräsentationen berechnen, die auch wieder in Zahlen ausgedrückt werden können, aber diese sind für uns nicht mehr so einsehbar, die sind nicht mehr so leicht verständlich, solche Embedding, sogenannten Embeddings, haben Sie vielleicht auch schon gehört, wo Texte in Zahlen, Strukturen übersetzt werden quasi. Und die dienen eben immer dazu, dann zu vergleichen, okay, diese Strukturen kommen so und so häufig in den Hate Speech Daten vor und so häufig in den Nicht-Hate Speech Daten und wo sind denn dann die Unterschiede? Und das kann dann ein Klassifikationsverfahren automatisch diese Unterschiede bestimmen und kann dann eine Wahrscheinlichkeit ausgeben dafür, ob es sich um Hate Speech zum Beispiel handelt oder nicht. Ja. Also jedes einzelne Merkmal gibt da nur einen sehr kleinen Hinweis und in der Menge kriegen wir dann eine Gesamtwahrscheinlichkeit raus. Also Sie dürfen gern auch nachfragen, wenn irgendwie Sie noch weitere Sachen genauer haben. Also das schließt sich tatsächlich ganz gut an die nächste Frage an. Was Sie jetzt gesagt haben, war ja im Grundsatz auch, dass so ein Klassifikator noch nicht unbedingt in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen, wie ein Mensch das könnte. Wie sorgt man dafür, dass stilistische Mittel, sagen wir zum Beispiel Ironie, dort ausgeklammert werden, damit zum Beispiel auf Facebook oder so nicht grundlos Beiträge blockiert werden würden, die eigentlich nicht wirklich zu Hate Speech zuzuordnen wären? Ja.
Ja, das ist sehr schwierig automatisch zu machen. Die Antwort der Computerlinguistin wäre dann ganz klar mehr Daten. Ja, also mehr Daten, ganz viele Daten, in denen dann hoffentlich auch häufig genug so zum Beispiel ironisch verwendete Sprache vorkommt, damit ich das auch wieder unterteilen kann und dann so subtilere Unterschiede noch finden kann. Aber man stößt da recht schnell an Grenzen, vor allem einfach auch von der Datenlage her, dass eben in manchen Sprachen zum Beispiel es nicht genügend Daten gibt oder dass man einfach nicht genügend Personen hat, die diese manuell vorklassifizieren können, ja, ob es Hate Speech oder nicht. Und außerdem weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass ich zum Beispiel in sozialen Medien oftmals gar nicht entscheiden kann, ob etwas ironisch gemeint ist oder nicht, ohne die Person, die das geschrieben hat, zu kennen. Na, also das kennen Sie vielleicht auch. Es gibt manche, die das ist quasi alles sarkastisch, was die schreiben, das weiß man schon von vornherein, ne? Aber die sprachliche Form unterscheidet sich eigentlich nicht. Und dann sind natürlich die Maschinen genauso aufgeschmissen wie die Menschen auch. Das heißt, eigentlich, was man dort machen muss und was auch teilweise technisch gemacht wird, ist, dass der Kontext mit einbezogen wird. Also ich betrachte nicht nur einen Tweet zum Beispiel in Isolation, ja, ist das jetzt beleidigend gewesen oder nicht, sondern ich schaue mir auch an, was kam davor in dem Gespräch. Haben die vorher schon interagiert? War da vorher schon sehr eine aggressive Stimmung oder haben die einfach hin und her gewitzelt? Und diesen Kontext mit einbezieht, kann man oftmals das auch eher mitbestimmen. Ja? Und ein anderer Kontext außerhalb des direkten Diskurskontextes ist eben auch, wer ist der oder die Autorin? Wie schreiben die sonst? Sind die sehr ironisch oder ist das vielleicht eine Nachrichten? Organisation, wo sowieso nichts Ironisches zu erwarten wäre oder so. So, dann kommen wir last but not least schon zur letzten Frage. Und zwar nutzen größere Unternehmen, zu nennen wäre hier Facebook, ja schon Software zur Erkennung von Hate Speech, die auch sehr genau ist, sehr erfolgreich ist. Das bedeutet, dass solche Verfahren bereits Einzug ins alltägliche Leben gehalten haben. Welche Chancen und Gefahren sehen Sie denn dabei? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also nach allem, was ich weiß, nutzen die großen Unternehmen auch alle menschliche Bewerter. Ne? Also die benutzen das nicht vollautomatisch, was auch nicht zu empfehlen ist, weil wir eben niemals sicher sein können, weil Sprache kreativ verwendet wird und deswegen man das nicht einfach automatisch so entscheiden kann. Da kommt ein böses Wort vor, deswegen muss das jetzt geblockt werden oder so. Ich denke, dass die maschinellen Verfahren dort als Unterstützung sehr gut dienen können, um einfach der großen Masse irgendwie Herr zu werden, ne? Also es gibt einfach so viele Beiträge, die niemand manuell durchsieben kann. Das heißt, wir können dann sagen, der Algorithmus hat jetzt gesagt, das ist höchstwahrscheinlich Hate Speech. Da sollte jetzt noch mal ein Mensch draufschauen. Das ist sozusagen auf der Seite der Chancen, dass wir einfach irgendwie die Masse bewältigen können. Auf der Seite der Risiken ist es so, dass ja eben die Kreativität da nicht unbedingt erkannt wird, dass natürlich da alle diese Methoden auf Daten trainiert werden, die Daten auch bestimmte Vorurteile enthalten. Na, also die enthalten vielleicht hauptsächlich die Sprache einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und eine Minderheit verwendet den Begriff ganz anders, gar nicht beleidigend, sondern hat es für sich selbst kooptiert zum Beispiel. Und andersrum erfindet neue Beleidigungen oder neue Arten der beleidigenden Sprache, die noch gar nicht in den Trainingsdaten und damit auch nicht im maschinellen Lernverfahren reflektiert sind. Also da ist eigentlich immer ein menschlicher Schritt nötig, der sagt, ja, das ist oder ist nicht jetzt tatsächlich Hate Speech und so oder so muss damit umgegangen werden. Ja, man kann auch nicht immer alles löschen. Also es gibt dann auch verschiedene
Methoden, wie man vielleicht damit umgehen kann, wenn sowas entdeckt wird. Okay, damit wären wir schon am Ende von den drei Fragen an Interview angekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch an sich. Wir haben jetzt also kennengelernt, wie so eine automatische Abfrage bzw. so ein Erkennungsverfahren funktionieren kann und welche Risiken und Gefahren daraus hervorgehen, aber auch welche Vorteile so etwas bietet. Dann wünsche ich allen Zuschauern und auch Ihnen, Frau Schäffler, alles Gute für das neue Jahr 2021. Viel Glück und Gesundheit und vor allem viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.